So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke und irgendwie war das nicht so geplant, wie es gerade aussah. Ich habe mich einfach nur hierher gesetzt. Ich wollte gerade eigentlich nur dieses Video aufnehmen und irgendwie ja, hatte Adi gedacht, er setzt sich einfach mal mit da drauf. So. Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Rams ist der Dicke. Wir haben wieder ein kleines Unboxing für euch vorbereitet. Eigentlich warte ich gerade auf das Döner-Paket, Döner per Post Teil 2 von Leon Maurice. Aber es hat heute geklingelt und da kam was ganz anderes, was gestern im Stream der Bo gesagt hat. Lidl hat so gutes Angebot gehabt. Lass dich überraschen per Post. Keine Ahnung, was da abgeht, was er jetzt meint. Wir haben auf jeden Fall heute dieses gelbe Paket bekommen. Ich frage mich eigentlich gerade, woher hat er eigentlich meine Nummer, meine Adresse? Ist das, weil ich letztens im Stream gesagt habe, es ist eh gerade keiner da, als ich in Amazon rumgewühlt habe und man hat die Adresse gesehen, haben sich da die aufmerksamen Zuschauer und die Haters alle die Adresse rausgesucht. Schicken die mir jetzt Scheiße? Ich weiß es nicht. Oder er hat mich gefragt und ich habe es ihm geschrieben. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Der Bo, wenn du das siehst, kannst du ja mal runterschreiben, woher du die Adresse hast. Weil ich merke mir ja nichts. Jetzt will ich das mal hier aufmachen. Ist auf jeden Fall sehr gut zugeklebt, muss man schon sagen. Da wurde wieder mehr für das Zumachen ausgegeben, als Inhalt drin ist. Weil ihr wisst, Klebestreifen ist teuer. Und macht, verpestet die ganze Umwelt und deswegen machen wir jetzt hier das vorsichtig auf. Nicht, dass die ganze Hand wieder weg ist. Adi, sei lieb. Der Adi hängt da hinten. Adi, was machst denn du heute? Adi, du bist eigentlich immer im Waschbecken und heute bist du gar nichts oder was? Du musst mitarbeiten. Wie willst du Mitarbeiter sein, wenn du da drüben hängst? Genau, komm mal hier mit rein. Hier ist ein Zettel drin, ein riesengroßer Zettel. Hallo Ramses der Dicke. Wie bereits angedroht, schicke ich dir Stuttgarter Hofbräu-Bier. Stimmt. Das war mal Thema in einem Stream. Er schickt mir Stuttgarter Hofbräu-Bier. Was schmeckt, hat er gesagt. Also, außerdem lege ich grüne... Ah, Mann! Adi, du stehst auf dem Zettel, du machst... Ich muss mal kurz die Katze hier. Grüne Gummifrösche. Außerdem. Nochmal. Außerdem. Es ist auch. Man kann nicht arbeiten. Außerdem lege ich grüne Gummifrösche bei, um sie, wenn du. Eventuell, etc., wenn du E.T. im Wald gefunden hast, mit ihm zu essen. Er hat ja ein Video gemacht, wo er dann den E.T. hatte und dann hat er da so grüne Gummifrösche gehabt. Also das auf jeden Fall alles inhaltlich gut verwertet. Grüne Gummifrösche, also für E.T., wenn ich den finde im Wald, dass ich die mit dem essen kann. An Adi habe ich natürlich auch gedacht. Ich hoffe, ihm schmeckt die kleine Auswahl. Viele liebe Grüße, der Bo. Der Bo. So, hätte ich jetzt schon meine Kamera, hätte ich alles hier hinhalten können, dass das schön fokussiert. Adi, jetzt gucken wir, was hier drin ist. So, machen das mal hier auf. Wir sehen hier eine Tüte grüne Frösche. Na, was sagst du dazu? Komm, du beißt dann immer in die Packung rein. Kannst du jetzt auch. Der ist so richtig verschlafen. Der hat die ganze Zeit drüben gehangen und hat gepennt, dann sieht er, ich nehme die Box, laufe hier rüber, da kam er gleich hinterher gerannt, weil er genau wusste, was los ist. Hier haben wir Knuspertaschen von Whiskas mit Rind für die Katz. Packen wir auch hier rein, aber der ist immer noch mit den Fröschen beschäftigt. Dann müssen wir aufpassen, das dürfen wir nicht da reinpacken, was ist nämlich wirklich gleich auf. Dreamies mit leckerem Huhn. Die kann man ihm immer mal so zwischendurch geben. Nochmal, nee, hier Zoo Royal. Zoo Royal Knusperkissen mit Huhn und Käse. Zoo Royal finde ich sogar eine sehr coole Marke. Das Katzenstreu, was ich mir hole, ist auch immer von Zoo Royal. Finde ich das Beste. Selbst das andere, was nicht klumpt, ist einem richtig räudig. Felix Knabbermix Leckerlis Original mit Huhn, Leber und Truthahngeschmack. Auch noch dabei, Mensch Adi,
Da gibst du mir bestimmt auch mal eins ab. Jetzt können wir hier das ganze Papier zum Katzer werfen. Hier wie ein Obdachloser, Ali, unter die Zeitung. Mach's dir warm, ich hol dich später wieder ab. Das funktioniert irgendwie nicht so, wie es sein sollte. So, von der Seite sieht das irgendwie lustiger aus. Ich glaube, jetzt ist es ihm zu bunt. Da liegt wieder Pupsis Rasierer. Ist wichtig, dass man das erwähnt. Nicht, dass das jemand nicht sieht. Irgendwie ist die Rolle total verdrückt, glaube ich. Adi, die Rolle ist verdrückt. Dann haben wir hier schon wieder ein Bierschild. Die Leute schicken dann immer Metallschilder mit Bier drauf, wo ich mir denke, wo soll ich das denn hin tun? An mein Auto, als mein Nummernschild oder so. Oder ich muss mir mal einen Saufraum aufmachen, wo ich dann immer reingehe, wenn ich Bier trinke. Oder Ramses Kitchen, einen extra Raum, den muss ich aber erst noch erfinden, wo ich dann immer meine Verköstigungen mache. Regel Nummer 1, Bier geht immer. Sieht auf jeden Fall sehr cool aus, wie beim Wrestling. Zack, einfach auf Nüschel drauf. Legen wir jetzt auch hier oben rein. Denk dann, Regel Nummer 1, Bier geht immer. Und weil Bier immer geht, ist jetzt hier auch Bier drin. Und das sind sogar 3 Flaschen. Das heißt, wenn ich theoretisch 2 für Chill mit Ramses aufhebe, mal für den Montag, ist ja eine übrig. Und diese eine übrig gebliebene könnte ich ja theoretisch direkt aufmachen. Beim Seni übelst fett aus. Hier mit Tesapack Extrem Klebeband zugemacht. Das ist richtig fett. Ich glaube, die kannst du aus dem Fenster werfen. Vom Hochhaus, da passiert nichts. So dick und fett, wie die hier zugemacht sind. Da muss ich jetzt aber mal hier ran. Das sind ja, glaube ich, alles 3 dieselben. Hoffe ich zumindest, dass das aufgeht. Dass ich eins vielleicht jetzt mal probiere. Muss der Leon Maurice halt mal kurz weggucken, nicht dass der denkt, ich trinke in der Woche Bier, wenn ich Montag ist. Hahaha, scherzhafterweise. So, Stuttgarter Hofbräu Bügel Premium. Das sieht auf jeden Fall cool aus. Sieht auf jeden Fall sehr edel aus. Hat 5,6%. Jetzt will ich mal ganz kurz die anderen 2 aufmachen. Ich muss sie ja sowieso irgendwann aufmachen. Aber wie gesagt, es müssten eigentlich dieselben sein. Ja, Adi, fress da nicht dran rum. Das ist jetzt auch von unten nach oben aufgeschnitten. Ist wie wenn man ein Gipsbein hat und dann den Gips irgendwie auftrennt. Also da könnte ich auch gleich Arzt werden. Das zweite Stuttgarter Hofbräu. Das hängt hier irgendwo drin. Also eine zweite Flasche davon. Und wir haben natürlich noch eine dritte Flasche. Ich denke wirklich, 2 für Montag, 1 für jetzt ist die beste Lösung dafür. Also das überrascht mich jetzt. Ja, Adi, was hast du denn? Was hast du denn? Juhu, siehst du denn? Juhu, ist es denn? Jetzt bist du gerade runtergehüpft und bist schon wieder oben hier. Was ist denn heute mit dir los? Nimmt etwa das Zeitungspapier deinen Platz weg? Hast du keinen Platz? So, und hier die dritte Flasche Stuttgarter Hofbräu. Die stellen wir jetzt auch kurz hier runter. Tun das mal noch raus. Das muss immer alles vollständig sein. Packen den Karton mal weg. Tun das hier weg, der Adi versucht so lange hier die Snacks zu bekommen. Adi, nicht die Snacks. Nicht die Snacks, Adi, genau. Sei ein lieber Adi. Setz die Ski, stell das auch wieder dorthin. Was denn? Wo willst du denn hin? Lauf drüber. Übers Klopapier. Los, los, los. Ja, der Adi hat keinen Platz, ne? Adi, soll ich dir helfen? Adi hilft sich selber. Das ist sehr cool. Und Adi, pass auf, jetzt machen wir die Flasche auf. Und jetzt probieren wir mal das Stuttgarter Hofbräu Bügel Premium. Über 400 Jahre Brautradition. Ehemals königlicher Hoflieferant. Original. Die Flasche macht sich selbstständig. Du drückst und es ist einfach schon vorne ohne was. Und dann machst du gar nichts mehr und 10 Minuten später kommt nur
Da hätte ich jetzt aber... Das ist der Vorführeffekt. Das ist, weil das ist ja hier festgeklebt gewesen. Da kann das ja gar nicht so... Das ist ja klar, dass das dann... Ne? Ach, egal. So, wir schnüffeln mal kurz. Leon, mach die Augen zu, guck nicht. Das ist, stell dir vor, es ist Montag. Weil nur montags trinke ich Bier. Hoi, Hossa. Oder bei Besuch. Oder in Gesellschaft. Oder beim Essen gehen. Oder in Fanpaketen. Also, ich probiere mal kurz. Stuttgarter Hofbräu, Bügel Premium. Das auch im Video getrunken? Ja, oder? Sonst wären wir gar nicht da drauf gekommen oder so. Oder wie auch immer. Man weiß es nicht genau. Es hat eine leichte brotige Note beim Trinken. Aber es ist nicht herb, es ist nicht zu bitter. Das ist ja meistens so, dass beim Trinken dir sich das ganze Gesicht zusammenzieht. Oder wenn es beim Trinken noch geht, spätestens beim Absetzen sich das ganze Gesicht zusammenzieht. Ich werde nochmal einen Schluck trinken hier. Eine hellgoldene, fein malzige Bierspezialität. Unser Bügel Premium ist höchste Braukunst in ihrer schönsten Form. Also dieses Malzige ist wahrscheinlich das, was ich meine. Siehst, das läuft gut rein. Du setzt ab, da kommt nichts Böses hinterher. Das ist auf jeden Fall ein gutes Trinkbier. Macht sogar einen besseren Eindruck als das 500er Dosenbier, muss ich ehrlich sagen. Aber das 500er Dosenbier, das ist ja auch Billigbier. Das ist ja auch, die sparen ja an allem, vor allem am Geschmack und am Design, damit das halt billig ist. Also das ist auf jeden Fall Premium, wird hier ganz groß geschrieben. Das sage ich nicht, weil es ein Geschenk ist. Weil bei anderen Bieren habe ich ja auch schon gesagt, ist ein bisschen wässrig oder schmeckt nach nichts. Finde ich auf jeden Fall interessant. Schmeckt ganz gut, das würde ich sogar mit dem... wie heißt das hier? Das Ratsherrn-Dings da von... Scossi geschickt hat, das fand ich auch richtig gut. Ich glaube, das sind die zwei besten Biere bis jetzt, die ich bekommen habe, die mir geschickt wurden, die mir einfach am besten bis jetzt geschmeckt haben. Obwohl, trinken kann man alles, also lasst euch nicht abbringen. Wer mir da mal was von sich zeigen möchte, gerade was Bier betrifft, könnt ihr das gerne machen. Ich werde mir jetzt den Rest hier noch reinhauen. Adi hat sich schon wieder gemütlich gemacht im Karton. Ne? Adi, Schatz, alles Gute. Und ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Danke an der Bo, danke für das Paket, danke für das Bier. Danke für die Snacks, danke für die Frösche. Wenn ich meine neue Kamera vielleicht irgendwann habe, ab 10.000 Abonnenten, gehe ich extra los und verteile die irgendwo im Wald. Oder wenn ich das mit Jenaya mache, die Wanderung, da tun wir da einfach immer irgendwo welche ablegen. Was total Verschwendung wäre. Ich habe keine Ahnung, was ich damit mache. Vielleicht esse ich sie auch einfach. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Echt, kann man gut trinken.